Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Und zwar haben wir heute wieder den Abnehm-Vlog. Ja, wie eben erwähnt, haben wir heute wieder den Abnehm-Vlog, aber ich gestalte ihn ab jetzt ein bisschen anders. Ich denke mal, ich werde euch nur noch alle 2 Wochen zeigen, was ich esse und werde euch aber wöchentlich berichten, wie es mit meinem Gewicht aussieht. Also aktuell habe ich minus 4,9 Kilo. Ja, ich habe fast 5 Kilo weniger und vor allem hätte ich die Waage erschlagen können, weil ich beim zweiten Mal draufstehen 5 Kilo weniger hatte. Die 100 Gramm waren dann auch wieder weg. Aber egal, ich habe das Gewicht genommen beim ersten Mal draufstellen. Und es sind 4,9 Kilo, die jetzt weg sind. Und da bin ich auch echt froh drum. Ich muss mal schauen. Ich glaube, ich habe es auch wieder eingetragen, wenn ich nicht vergessen habe. So, das ist mein aktuelles Gewicht. Das Diagramm sieht aber auch ganz toll aus, finde ich, nicht wahr? Ja, und ich bin, wie gesagt, sehr zufrieden damit. Ich nehme langsam ab, aber ich denke mal dauerhaft. Ich habe bis jetzt noch keine Zunahme gehabt. Toi, toi, toi. 3-mal auf Holz klopfen. 1-mal Stillstand, aber damit kann ich leben. Also keine Zunahme jetzt in den letzten, jetzt muss ich aber selber mal gucken. Zunahme hatte ich ja, ich meine, das ist jetzt glaube ich der 12. Vlog, ne? Und ich habe aber jetzt seit genau 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Wochen keine Zunahme mehr. Aber 1-mal Stillstand. Ja, und mit 1-mal Stillstand kann ich leben. Ja, wieso ändert sich mein Abnehm-Vlog? Ja, ich habe mir gedacht, jedes Mal euch zeigen, was ich esse, ist zu viel. Wenn ich jetzt alle 2 Wochen zeige, das heißt, ich nehme jetzt immer für 2 Wochen das Essen auf, da könnt ihr gucken, ist besser, als wenn ich jede Woche zeige, was ich so in der Woche gegessen habe. Das ist, glaube ich, zu viel, finde ich, weil wir essen ja viel gleich. Mein Frühstück ist oft gleich. Einmal in der Woche mein Nutella-Brot, dann am Wochenende die Laugenstange. Ansonsten gibt es viel Körneressen wie Haferflocken und so. Und ja, abends gibt es oft einen Salat. Meine Tochter ist gerade im Hintergrund am Knistern, weil sie sich einen Kakao mit Marshmallows macht. Ein Thema zum Abnehmen. Und meine Tochter macht sich einen Kakao mit Marshmallows. Ich muss euch den mal zeigen. Ich kann gerade nicht anders. Kleinen Moment. Guckt euch das hier mal an. Das ist der Kakao meiner Tochter. Hier oben drauf das sind alles Marshmallows. Also, ja. Das zum Thema Abnehmen. Ja, aber meine 2 Pappenheimer müssen ja nicht abnehmen, ne? Obwohl ich mit der Madame da hinten momentan ziemlich sickig bin. Die weiß auch warum. Egal. So, es gibt halt Dinge, die Welt ist halt nicht nur Sonnenschein. Hier gibt es auch oft genug Gewitter. Jetzt ist die hier den... Oh, ich krieg die Krise. Nein, nein, nein. Also dafür habe ich hier jetzt meinen leckeren Cappuccino. Das ist kein Cheat Day. Cheat Day? Ja, Cheat Essen mache ich. Das ist unsere Pizza, die ich mir dann halt immer gönne am Wochenende. Ja, meine Tochter hat gerade gefragt wegen Cheat Day, weil es gibt ja viele, die abnehmen, die machen Cheat Days. Das heißt, einen Tag, wo sie gar nicht zählen, einen Tag, wo sie nichts aufschreiben und die essen dann, was sie wollen. Das mache ich jetzt nicht mehr, das habe ich früher gemacht. Allerdings habe ich dann wirklich in mich reingestopft, was ich wollte und habe nicht mehr so darauf geachtet, wie es halt beim Cheat Day eigentlich so ist. Ich kam aber dann auch sehr schlecht wieder in meinen Plan rein. Und deswegen ist bei mir praktisch ein Cheat Meal und das ist die Pizza, die wir uns einmal in der Woche gönnen oder wenn wir mal was bestellen. Das ist dann praktisch mein Cheat Meal. Ich finde das besser als einen kompletten Cheat Day, weil wie gesagt, so ein Cheat Day, da stopft man je nachdem sehr unwillkürlich Dinge in sich rein, wo man Bock drauf hat. Und dann hat man je nachdem Kalorien-Intos für 2, 3 Tage und das will ich nicht. Apropos Kalorien, ich habe... ja, eigentlich gesagt, dass ich Kalorien zählen möchte, aber das wurde mir dann doch ein bisschen kompliziert. So, dann habe ich mir überlegt, was machst du jetzt? Dann habe ich mich jetzt wieder bei Weight Watchers angemeldet. Gesundheit. Danke. Weil, ich meine, Punkte zählen ist fast das gleiche wie Kalorien zählen. Ist halt nur ein bisschen einfacher. Die App ist einfacher gestaltet. Ich habe in der App die Community mit dabei. Und ich finde es halt allgemein ein bisschen einfacher als das Kalorienzählen.
und ich habe mich tatsächlich etwas mehr unter Kontrolle. Die Rezepte sind toll. Kalorienzählen ist klasse, keine Frage. Das würde ich auch jedem empfehlen. Kalorienreduzierte Mischkost, ganz, ganz wichtig. Auch ab und zu mal ein Stück Schokolade gönnen oder so. Aber es ist halt aufwendig. Da muss man sehr konsequent sein und diszipliniert sein. Und ich muss ganz ehrlich sagen, wenn ich viel um Kopf rum habe, da vergesse ich schnell mal aufzuschreiben. Hier bei den Punkten ist es ganz einfach, die hat man schnell mal im Kopf. Aber ich habe nicht die Kalorien von bestimmten Dingen im Kopf. Und bei Weight Watchers ist es halt momentan auch so, dass es die Zero Points Lebensmittel gibt. Das heißt, es sind Lebensmittel, die ich mir noch nicht mal aufschreiben müsste, aber trotzdem darauf achten muss, was ich esse. Zum Beispiel Eier haben keine Punkte oder Hühnchen, also Hühnerbrust ohne Haut, Putenbrust ohne Haut, Skyr hat keine Punkte, Obst hat keine Punkte. Das sind halt also Sachen, wo ich sage, okay, wenn ich jetzt Hunger habe und esse das zwischendurch, muss ich es mir nicht aufschreiben. Bei Kalorien habe ich mir alles aufgeschrieben. Und ja, trotzdem habe ich da ziemlich geschludert zwischendurch, weil ich dann nicht mehr aufgeschrieben habe oder was auch immer. Also man muss, wie gesagt, sehr diszipliniert sein bei einem, wenn man die Kalorien zählt, es sei denn, man hat halt einiges im Kopf. Ich finde daher Weight Watchers ein bisschen angenehmer für mich persönlich, was aber im Prinzip das gleiche ist wie Kalorien zählen, nur eben ein bisschen vereinfacht und die Zero-Lebensmittel sind halt eben dazu. Ja, das ist halt so jetzt der neueste Stand. Dazu habe ich auch auf Instagram die Tage was geschrieben und ich finde es ganz wichtig, dass ich euch das jetzt so sage, weil sonst heißt, ja, wieso nimmt die denn jetzt auf einmal ab? Vorher hat die nicht abgenommen. Ja, das liegt halt daran, dass ich jetzt im Moment ein bisschen disziplinierter bin und halt mehr mit der App arbeite, weil es ein bisschen schneller geht als mit den Kalorien zählen. Auch die Mahlzeiten eintragen ist ein bisschen schneller und ja, es ist halt so, wenn man jetzt, ich arbeite jetzt einen Halbtag, also einen halben Tag, das heißt 4 Stunden am Tag und dann Haushalt und trotzdem noch sein Hobby ausüben, hier Videos drehen oder mit meiner Kosmetik oder mit meinem Blog, das sind meine Hobbys und irgendwo fehlt dann die Zeit und ja, ich habe dann wie gesagt einiges schludern lassen und jetzt bin ich wieder, jetzt habe ich so ein Flow. Also ich weiß jetzt, wie ich das am Tag alles einplane, wie ich den Haushalt einplane, wie ich Spazierengehen einplane, wie ich arbeiten, klar, das muss sein. Ich habe ja meine vorgeschriebenen Zeiten. Ist nicht mehr so, dass ich arbeiten kann, wann ich will, sondern ich habe meine vorgeschriebenen Zeiten. Und dementsprechend plane ich dann meine Tage. Ich kriege donnerstags immer den Plan für die kommende Woche. Und diese Woche gehe ich zum Beispiel von um 3:30 bis um 9, aber ich habe zweimal eine halbe Stunde Pause drin, also ist halt so. Ja, und dann plant man halt eben in den Zeiten, wie, wann kochst du, wann machst du dies, wann machst du das. Da wir ja auch noch am Renovieren sind, ja, es zieht sich auch in die Länge, ich weiß, aber das ist auch normal. Der Mann arbeitet den ganzen Tag, ich arbeite halbtags, man hat abends wirklich nur noch ein bisschen Zeit und am Wochenende möchte man ja auch noch ein bisschen Zeit mit sich dann halt auch verbringen und ja, heute Abend werden nochmal ein paar Schränke geholt und dann dürften wir am Wochenende fertig sein. Hoffe ich, ein Teppich kam gestern auch noch an, aber nur ein kleiner für unter Couch und unter den Couchtisch. Dann zeige ich euch, wie es aussieht, ja. Ja, jetzt habe ich ganz viel im Jahr gesagt, glaube ich. Und ja, das ist jetzt so das, was in den letzten Tagen war und wie gesagt, 4,9 Kilo weniger ist schon mal genial, finde ich persönlich. Ich bin stolz darauf und hoffe, dass es weitergeht und ja, ich muss diszipliniert sein, diszipliniert bleiben und an mir arbeiten. Das habe ich mir auch ganz, ganz fest vorgenommen. Und zwar nicht nur was Figur betrifft, sondern auch andere Dinge und ich habe dieses Jahr schon einige Ziele erreicht und darauf bin ich mega stolz. Ja, was habe ich denn noch zu sagen? Ja, wie gesagt, dieser Abnehmvlog ändert sich. Ich werde euch jetzt wöchentlich immer erzählen, was ich abgenommen habe, aber werde nur noch alle 2 Wochen oder so zeigen, was ich esse. Ihr könnt mir aber auch gerne in die Kommentare schreiben, wie ihr es gerne hättet. Soll ich euch weiterhin zeigen, was ich esse oder soll ich weiterhin nur erzählen, wie es mir geht und was ich abgenommen habe? Oder habt ihr noch irgendwelche anderen Ideen, was ich machen kann? Schreibt es mir in die Kommentare und ich werde mir dann was einfallen lassen. So, das war dann jetzt das Video für heute, würde ich sagen. Und wenn ihr irgendwelche Fragen habt, stellt ihr mir die auch runter unten in die Kommentare. Einfach reinschreiben.
Und ich werde die euch natürlich auch beantworten. Kann manchmal ein bisschen dauern. Manchmal antworte ich auch erst einen Tag später oder zwei Tage später, weil ich, wie gesagt, im Moment einen sehr strakten Tagesplan habe. Aber ich antworte euch auf jeden Fall. Ansonsten schreibt mir doch einfach auf Facebook. Ich habe da jetzt auch schon zwei ganz liebe Leute hier über YouTube, die haben mir geschrieben auf meiner Facebook-Seite, hallo, ich grüße euch mal ganz lieb und Dankeschön für euer Feedback. Ja, ihr könnt mich gerne auf Facebook anschreiben, auf meiner Facebook-Seite Frozen's Corner. Die nenne ich nicht um, das bleibt bei Frozen's Corner, obwohl hier das jetzt Evies Lifestyle ist. Aber es sind ja auch zwei verschiedene Paar Schuhe. Frozen's Corner gehört ja eigentlich auch zu meinem Blog. Egal, ich habe das alles jetzt in einen Topf geworfen, weil ich muss nicht noch eine extra Facebook-Seite für meinen YouTube-Kanal haben. Ich denke mal, das passt so. Ja, meldet euch bei mir, wenn ihr irgendwelche Fragen habt, wenn ihr irgendwelche Anregungen habt. Ich gucke mal, wie ich das mit einbauen kann. Und sag jetzt einfach mal Tschüss für dieses Video. Lasst euch gut gehen, bleibt gesund. Habt noch einen schönen Tag, Abend, Nachmittag, wann ihr mir das Video schaut. So. Lasst euch gut gehen, bleibt gesund und ja, bis zum nächsten Video. Danke fürs Zuschauen. Bis dann. Tschüss.